So eine Aufgabe zur Statik. Gegeben ist hier also eine vertikale Kraft F und die greift unter einem Winkel von 45 Grad zum Mittelpunkt an. Dann haben wir hier noch ein Lager. Der Winkel hier sind 30 Grad, also der Winkel hier sind dann 60 Grad. Ja, und dann kann ich eigentlich mit der Rechnung loslegen. Wir stellen erstmal fest, diese ganze Strecke hier ist R. Diese Strecke hier ist R durch Wurzel 2. Dann kann ich die Strecke hier ausrechnen. Die ist R mal 1 minus 1 durch Wurzel 2. Nennen wir das zum Beispiel mal B. Also B ist jetzt die Strecke hier bis zum Lager. So, die Strecke hier ist Wurzel 3 halbe R. Die Strecke hier ist R halbe, also Sinus und Cosinus von 30 Grad. Dann kann ich eben im Prinzip das Ding irgendwo aufschneiden, zum Beispiel hier im Gelenk. Trage hier eine Kraft Gx und Gy an. Ach ja, die Lagerkräfte und Gelenkkräfte sind gesucht. Hier ist die Kraft Ax, hier ist die Kraft Ay und hier ist die Kraft F. Am Gegenpart greift Gx so rum an, Gy so rum an und hier habe ich Bx und hier habe ich By. Ich trage die Kräfte also immer in positiver Koordinatenrichtung an und bei der Gelenkkraft auf der linken Seite positiv, auf der rechten Seite negativ. Und wir fangen an mit der Summe der Momente um A für das linke Teilsystem. Das ist also wie gesagt ein Schnitt. Also es gibt ein linkes Teilsystem, das hier ist ein Schnitt, es gibt ein rechtes Teilsystem und das hier ist ein weiterer Schnitt, den benutzen wir hier nicht. Das wäre das Gesamtsystem, linkes Teilsystem, rechtes Teilsystem. Und die Summe der Momente, die sagt jetzt aus, dass minus F mal der Kraft B plus Gy mal dem Radius R minus Gx mal dem Radius R gleich 0 ist. Dann machen wir für das rechte Teilsystem Summe der Momente um B. Und dann habe ich die Kraft Gy mal Wurzel 3 halbe R plus Gx mal R halbe gleich 0. Aus der Gleichung hier können wir sagen, dass Gx gleich minus Wurzel 3 Gy ist. Das kann ich jetzt hier oben einsetzen. Dann steht hier F mal B bringe ich auf die eine Seite. Und das ist jetzt gerade gleich Gy mal 1 plus. Und hier kommt dann anscheinend eine Wurzel 3 hin. Und dann kann ich sagen, Gy ist gerade die Kraft F. Und wenn ich das B einsetze, ist das 1 minus 1 durch Wurzel 2. Und hier habe ich 1 plus Wurzel 3. Und dann kann ich das Gy ausrechnen. Und für dieses Gy kriegen wir dann folgenden Wert raus. 0,1072 mal der Kraft F. So, das kann ich jetzt natürlich sehr schön in diese Gleichung hier einsetzen und dann bekomme ich die Kraft Gx raus. Das folgt also einfach, wenn ich das Ding hier noch mit Wurzel 3 multipliziere und dann habe ich die Kraft Gx und die ist negativ und minus 0,1857 mal F. Wenn ich jetzt für dieses Teil hier die Summe der Kräfte in x- und y-Richtung mache, bekommt natürlich raus, dass bx gleich gx ist und dass by gleich gy ist. Wenn ich das fürs Gleichgewicht hier mache, bekomme ich raus, dass ax, hier habe ich was vertauscht, ax, ay natürlich, so hier bekomme ich raus, dass ax gleich minus gx ist und außerdem bekomme ich raus, dass ay gerade f minus gy ist und das kann ich auch noch ausrechnen und dass da ist was schief gelaufen. So, nochmal neu eingetippt und das sind dann 0,8928 mal f und damit habe ich alle Lagerkräfte bestimmt und zum Schluss könnte ich jetzt noch ein Freikörperbild malen, wo ich diese Kräfte eben alle schön antrage. Ja, also wie gesagt, das ist das eine Teilsystem. Das hier ist das andere Teilsystem. Und dann kann ich jetzt eben sämtliche Kräfte, die ich da habe, antragen. Zum Beispiel hier 0,893 F. Dann kann ich hier eben antragen, die Kraft Gx wirkt in welche Richtung. Da muss man eben gucken. Jetzt wird es interessant mit den Vorzeichen. Die Kraft Gx ist also anscheinend negativ. Ich hoffe, ich habe das alles richtig. Wenn die Kraft gegen x ist, ist das eine Druckkraft. Und dann ist das hier Ax, also im Prinzip in der Richtung.
0,186f und hier habe ich auch 0,186f und hier auch und hier schon wieder 0,186f und die vertikale Kraft ist dann 0,107f und die wirkt hier auch 0,107f und die wirkt hier schon wieder 0,107f und hier wirkt die Kraft F. Und jetzt kann man nochmal kontrollieren, ob jedes Teilsystem für sich, dieses Teilsystem hier und dieses Teilsystem hier, erfüllt die Summe der Kräfte in X-Richtung gleich 0, Summe der Kräfte in Y-Richtung gleich 0 und Summe der Momente gleich 0.